Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch eine neue Version vom Car Duplication Glitch zeigen. Ja, mit dieser Version könnt ihr euch wirklich im Minutentakt die Autos duplizieren. Der ist wirklich ganz einfach und geht sehr, sehr schnell. Ja, zunächst einmal, was braucht ihr dafür? Ihr braucht dafür auf jeden Fall die Hilfe von einem Freund. Leider ist der Glitch nicht solo. Ebenso benötigt ihr ein persönliches Kennzeichen, das heißt ein iFood-Kennzeichen. Das ist ganz wichtig, ansonsten werden alle Kopien, die ihr macht, schmutzige Kopien. Ja, ebenso braucht ihr noch eine Basis, eine Avenger. In der Basis muss ich dann das Auto befinden, was ihr duplizieren wollt. Im besten Fall ein Winnie Easy. Komplett aufgetunt, der gibt dann im Verkauf bis zu 1,8 Millionen. Und ja, ebenso müsst ihr dann in die Basis einfach dann so viele Elegies dann reinstellen, so viele Autos, wie ihr duplizieren wollt. Habt das ja gemacht, dann können wir auch schon direkt losstarten. Begibt euch einfach zu einem Elegy. Steigt einmal ein und fahrt aus der Basis raus. Euer Freund positioniert sich einmal vor eure Basis. Das, was wir jetzt machen, ist, wir übergeben das Auto einmal an unseren Freund. Unser Freund steigt einfach nur in das Auto ein, bleibt im Auto sitzen. Wir begeben uns dann wieder in die Basis. Wir laufen jetzt zu dem Auto hin, was wir duplizieren wollen. Steigen einmal ein, drücken dann Steuerkreuz nach rechts, ändern ganz schnell irgendwas und einfach das Fahrzeug danach wieder verlassen. Und wenn ihr jetzt da hinten hinschaut, werdet ihr sehen, dass wir schon die erste Kopie fertig haben. Ja, jetzt werden wir uns eben noch schnell eine zweite Kopie erstellen. Dafür begeben wir uns einfach wieder in einen Elegy, fahren aus der Basis raus. Wir übergeben das Auto unserem Freund, gehen dann wieder in die Basis. Laufen wieder zu dem Auto hin, was wir duplizieren wollen, steigen ein, drücken Steuerkreuz nach rechts, ändern wieder irgendwas an dem Fahrzeug und einfach danach wieder das Fahrzeug verlassen. Und ihr seht, da hinten steht jetzt auch schon die zweite Kopie. Und ja Leute, das war's auf jeden Fall schon mit dem kleinen, aber feinen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.